So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Siren Blood Curse. Ja, in dieser Folge muss ich jetzt allererstes erstmal was trinken, da ich gerade einen tierischen Hustenanfall hatte. Und zwar vor der Aufnahme. Haha. Ja, wie wir sehen, sind wir jetzt endlich in Episode 4 angekommen. Das heißt, wenn wir die geschafft haben, haben wir schon mal ein Drittel erledigt. Zumindest, wenn es wirklich nur 12 Episoden gibt. Ja, ich würde sagen, da starten wir jetzt auch einfach direkt mit Kapitel 1. Und vorher trinke ich nochmal einen Schluck. Meine Güte. Moment. Sorry, hat er nochmal einen Hustenanfall? So, also, starten wir. Ja, die letzte Folge war ja etwas kürzer. Das haben wir schon gesehen, deswegen überquatsche ich es jetzt. Wow. Also hat der gar nicht auf Sam geschossen. Ich glaube, Sam heißt der Typ. Saigo? Irgendwas? Führerschein? Saigo Saiga. Wow. Was ein Name. Dann kommen sie mit Sam Monroe nach Hirasakai. Okay. Schauen wir mal. Scharfschützenmodus. Machen Sie Ihr Gewehr mit L1 bereit, um den Scharfschützenmodus zu aktivieren. Im Scharfschützenmodus bla. Okay. Hehe. Double. Ach du heilige Scheiße. Wie soll ich den denn sehen, Mann? Habt ihr alle einen Rad ab oder was? Scheiße. Was? Achso, das ist Nachladen. Sehr schön. Da werden wir eine Doppelläufige haben. Ja, das haben wir schon gemacht. Sieht die. Oh, holy crap! Du Scheiße! Sorry. Nee, zur Lagerflasche wechseln, das stimmt nicht. Schnauze hinlegen. Oh, ich sehe da was blinken, glaube ich. Habe ich da was blinken gesehen? Ne. Wer ist dieser Typ?
Boah. Ist überhaupt jetzt unsere Mission? Ich würde sagen, schauen wir einfach mal. Die Straße nach. Das ist nicht die. Ich würde sagen. Ahne, dass hier irgendwo noch einer steht. Au! Fuck! Wow! Ups. Da war also doch einer. Sorry. Starten wir vom Kontrollpunkt aus. Befürchte, der Kontrollpunkt ist noch ganz oben auf dem Dach. Ja. Oh, nee. Ah gut, die ist jetzt geladen. Der lockt aber auch jeden Gegner sofort an, ne? Der schreit nicht mehr. Autsch. Wir haben ihn selber in den Kopf geschossen. Das ist doch auch mal eine Aktion. Oh Mann. Ja, damit er nicht leiden braucht. Ist auch mal was. So, würdest du jetzt mal deinen Arsch bewegen, du Penner? Schnauze.
Das ging ja einfach. Scheiß drauf, einfach weiterlaufen. Ja, dass da ein Schütze war, wussten wir vorher schon. Do I look like a monster? Are you crazy? Again, my apologies. But this is a matter of life and death, after all. I'd rather have people think I'm crazy than therefore being polite. I can't believe this. Ich hoffe, der hat noch sein Messer. Howard Wright. Dann kommen Sie mit Miyako nach Karuwari. Okay. So, ich hoffe, wir haben jetzt erstmal die Ruhe, dass wir hier gucken können. Straße nach Kurovare. Na toll, da kommen wir gar nicht rein, so. Scheißendreck. Wir müssen irgendwie in dieses Haus rein. Da drin rennt der Typi auch rum. Ich würde sagen, wir versuchen erstmal... Sehen tue ich mal gar nichts. Ups. War doch eine offene Tür. Also wirklich sehen tue ich gerade mal absolut gar nichts. Ups. Achso, wieso hat er jetzt eigentlich eine Taschenlampe? Würde ich ja gerne mal wissen. Wir sind da reingekommen, von der Küche aus Richtung Badezimmer gelaufen. Eingang, vorderes Arbeitszimmer, Wohnzimmer, Elternzimmer. Altar, Familienzimmer oder Vorratsschrank. So, finden Sie einen Weg in das Ito-Haus hinein. Das sind wir doch längst. Gehe ich zumindest von aus. Scheiß drauf, wir lassen mal das Licht an, wir sehen sowieso nichts. Klettern Sie vom Balkon im ersten Stock aufs Dach. Geht hier irgendwo eine Treppe lang? Wie war denn das?
Treppe. Die ist da hinten. Das erzählen die mir jetzt. Mädchen, hinter weg. Das war's nicht. Stückchen noch geradeaus und dann nach rechts sollte es hochgehen. Balkon? Zimmer der Tochter. Hehe. Oh, und ein Gästezimmer gibt das auch. Aha, Balkon ist da hinten. Nichts Interessantes drin. Ist eigentlich nicht sonderlich sinnvoll, hier zu bleiben. Wir können uns alleine verstecken und lassen Miyako alleine. Ein Drahtschneider? Wo ist denn hier ein Drahtschneider? Eine zerbrochene Hälfte eines Drahtschneiders aus dem Gästezimmer im ersten Stock des Hauses. In diesem Zustand ist er nutzlos. Mhm. Wofür brauchen wir bitte seinen Drahtschneider? Was hatten wir nochmal für einen Auftrag jetzt? Klettern Sie, wenn wir kommen, im ersten Stock auf das Dach. Finden Sie den Schlafzimmerschlüssel. Und locken Sie den Shibito. Genau, Shibito hießen die Viecher. Aus dem vorderen Arbeitszimmer. Das heißt, das ist... Ach. Bla und so. Oh, so war das. Vorderes Arbeitszimmer. Das ist, wenn wir runterkommen, direkt geradeaus und dann links. Wie sollen wir ihn rauslocken? Wir können ihn ja erschlagen. Scheiß drauf, wir probieren das. Gucken, können wir ihr denn? Sehr gut. Ihr können wir also befehlen, sich zu verstecken. Das ist sehr schön. So, Moment. Muss mal ganz kurz niesen. Naja, ja, ist typisch. Wenn man davon redet, dann muss man es nicht. Das ist. Gerade dahinter steht mir jetzt einer. Wow. Verdammtes Miststück.
So. Falsche Richtung. Eingang, vorderes Arbeitszimmer. Wir sind ja schon da. Aua! Ach, deswegen so. Ah, ha, ha, ha. Deswegen sollten wir den da rauslocken. Weil er eine Knarre hat. Wupp, wupp, wah. Also schön, wir hatten da zumindest ein Dingens. Oh nee, der hat den blöden Schürhaken wieder. Ja, ich würde sagen, in der nächsten Folge suchen wir uns einfach mal wieder eine andere Waffe als einen Schürhaken. Vielleicht schaffen wir ja dem Typen die Knarre abzunehmen. Hahaha, das wäre cool. Ja. Ansonsten danke ich euch natürlich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr habt jetzt mal ein bisschen mehr Spaß und Freude am ganzen Spiel gehabt, denn irgendwie macht es gerade bedeutend mehr Spaß, wenn man bewaffnet rumlaufen kann. Und scheiß drauf, einfach mal alles erschlagen, was sich einem in den Weg schmeißt. Auch wenn es trotzdem man sich immer noch erschreckt. Man weiß, man ist bewaffnet, man weiß, man kann sich gegen die Viecher wehren. Und trotzdem erschreckt man sich echt zu Tode teilweise, wenn diese Viecher auf einmal irgendwo auftauchen oder irgendwo nichts auftaucht und sich was bewegt und man denkt, da ist was aufgetaucht. Und dann sucht man und... Alter, holy crap. Aber das macht mehr Spaß als, ja, dieses Unbewaffnete und, oh ja, bloß nicht bewegen und bloß nicht sehen lassen und das ist so scheiße. Ja, wie gesagt, ich quatsch schon wieder viel zu viel. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ja, ciao, euer Fo.